Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Fox 64 auf dem 3DS. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne das Schleckermaul nennen, wenn ihr das möchtet. Denn das nächste Level werde ich so richtig schön vernaschen. Und das wird sich folgendermaßen anhören. Wenn nom 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 nom, oh, köstlich. Ihr versteht den Witz richtig? Ja? Ja? Okay. Na gut, ich werde jetzt mal weitermachen. Mission 7, Andros Reich. Und wir haben hier eine freie Formation. Und ich habe das letzte Mal mittendrin abgebrochen. Und ich werde jetzt einfach mal weitermachen. Denn jetzt wird etwas passieren, was ich persönlich sehr cool finde. Achtung, es geht los. Werdet bloß nicht zu übermütig. Mal sehen, wie dir unsere neuen Schiffe gefallen. Schade, dass dein Vater deine Pleite nicht miterleben kann. Wir sorgen dafür, dass du es niemals bis zu Andros schaffst. Das werden wir sehen. Das ist das Star-Wolf-Team. Und die sind quasi das Negativ zum Star-Fox-Team. Und die sind, ja, also Star-Wolf ist einfach mal so ein, ich schätze mal ein Söldner oder sowas. Und da ist aber auch Pigma dabei. Und das ist der Verräter, der James, das heißt Fox-Vater, quasi Andros überlassen hat. Und den wollen wir natürlich ganz besonders gerne sterben sehen. Der ist nämlich ein Arsch. Die anderen sind, glaube ich, da ist der Sohn von Andros sogar dabei. Uah. Nämlich, ja, welcher ist das denn nochmal? Ich weiß es gar nicht, genau. Uiuiui, die machen aber ordentlich Schaden, du. Und die fliegen wirklich ganz gut hier. So, einer ist schon tot. So, der nächste wird auch gleich in den in Grund und Boden geballert sein. So, ja, ist zu stark. Ah ja, die haben sogar Schilde dabei, ne? Das ist auch heftig. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Und am liebsten... ohne dass meine Kumpels dabei sterben. Und ihr seht, die haben eine... Ah ja, das war der Sohn von Andros, der da gerade geredet hat. Die haben so ein bisschen... Was ist das da unten denn? Ist das für die Lebensenergie? Die haben alle so ein bisschen Cyborg-Aussehen. Das heißt, die sind alle so ein bisschen angeschlagen. Und normalerweise trifft man die einfach früher im Spiel. Und da haben die das noch nicht. Und quasi die erste Niederlage hat die so schwer verletzt, dass das dann letztendlich mit ihnen passiert ist. Die haben sich, haben diesen Kampf also überlebt und rächen sich jetzt gerade. Das habt ihr in der Storyline jetzt so nicht gesehen. Und jetzt müssen wir alleine weiter. Jetzt ist dieses Star-Wolf-Team endgültig besiegt. Ich könnte euch auch nochmal den einfachen Kampf gegen die zeigen, wenn ihr möchtet. Aber jetzt sind sie also quasi tot und wir haben den finalen Bosskampf vor uns. Und ich sag euch, der ist nicht ganz ohne. Der ist eher mit. Der ist mit. Eindeutig mit. Alles klar, ich hätte vielleicht den goldenen Ring noch einsammeln sollen, damit ich meine Lebensenergie erweitern kann. Aber das ist jetzt zu spät. Und wir haben 204. Oh, wir haben irgendwas damit erfüllt. Die Zahl ist rot. Hm. Du redest ja mit mir, du kleiner Kerl, du. Du weißt, dass ich die Galaxie beherrsche. Es ist töricht, gegen mich anzutreten. Jetzt wirst du erleben, was echte Schmerzen sind. So, also er hat uns ordentlich bedroht und wir kommen jetzt beim Boss, glaube ich, an. Und der sieht nicht unbedingt aus wie ein normaler Wissenschaftler. Und das ist Andros und wir müssen ihn möglichst schnell in Grund und Boden stampfen. Er besteht nur aus Kopf und Händen, soweit ich weiß. Boah, puh, schön ausweichen. Das ist noch nicht unbedingt... Wow, das war aber knapp. Das ist nicht unbedingt seine... Wow, seine gefährlichste Form, aber schon gefährlich genug für mich, eigentlich. Diese Angriffstechnik hatte er schon im ersten Star Fox-Teil, in Star Fox auf dem Super Nintendo. Hieß auch wirklich nur Star Fox. Also einsaugen und Teile nach einem spucken. Das ist also nicht die Art und Weise, wie ein Wissenschaftler normalerweise angreift, aber... Wow, nein, nein, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich dachte, er macht noch zwei Attacken, bevor er wieder einsaugt. Jetzt hat er nämlich nicht nur meine Lebensenergie reduziert, sondern beide Flügel abgebissen. Und dadurch habe ich nur noch einen ganz einfachen Schuss. Okay, jetzt müssen wir... Ich wusste nicht, dass er das tut. Und er hat mich schon wieder, hä? Ich habe sogar abgebremst. Ja, nee, also den Kampf werden wir nicht schaffen. Das werde ich nochmal probieren müssen. Dabei ist das noch die einfache Phase dieses Bosses. Ich wusste nur nicht... Ah, Mist. Das ist ganz schlecht. Ah, Mist. Abbremsen, komm, geh weg, geh weg.
Ach so, ich glaube, ich kann ihm sogar, während er einsaugt, eine Bombe ins Maul feuern. Vielleicht spuckt er so ein paar Sachen aus, die mich auch heilen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, macht er nicht. Und hoch hier. Und bremsen. Aber ich schieß mal eine Bombe. Nee, ich hab's nicht. Ich hab daneben geschossen. Komm schon. Hä? Wie? Ich weiß leider gerade nicht so genau, wie man dem ausweicht. Ich bin jetzt gestorben. Dabei ist das noch der einfache Bosskampf. Der eigentliche Boss... Oh, ich lebe sogar noch. Das hätte ich nicht gedacht. Der eigentliche Boss folgt erst danach. Komm schon. Wie? Hä? Wie weich ich den denn aus? Ich gehe zur Seite und vielleicht muss ich ihm das Ding sogar ins Maul schießen. Denn jetzt hat er mich jedes einzelne Mal erwischt. Das kenne ich so ehrlich gesagt nicht. Ach so, aber ich glaube, ich verliere nicht noch mehr Lebensenergie. Nein. Ich komme da nicht raus. Ich komme beim besten Willen nicht raus aus diesem Ding. Ich bin jedes Mal schon sehr nah dran. Und jetzt müsste ich aber eigentlich tot sein, ne? Das ist doch nichts, was man immer überlebt, oder? Okay, ich schieße einfach mal direkt rein. Ja, diesmal habe ich eine Bombe ins Maul geschossen. Ja, diesmal ist er auch nicht besonders begeistert davon. Aber das kann ich ja auch nur einmal machen. Oh, und jetzt hat er mich abgehauen. Ja, yeah, also... Er hat mich abgehauen. Ich bin abgehauen. Nein, er hat mich runtergehauen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz kapiert, wie ich es jetzt am besten machen soll. So gut kenne ich das Spiel nun nicht mehr. Aber wir können uns auf jeden Fall... Ich fliege mal in eine andere Route. Vielleicht kriege ich da ein paar mehr... eine bessere Waffe wieder. Wir müssen erstmal die Hände wegschießen. Das ist das eigentliche Ziel. Ja, sorry. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass ich das direkt schaffe. Aber manchmal geht es nicht so, wie man möchte. Kriege ich jetzt gar nichts? Wieso das denn? Ist aber nicht sehr nett. Ist nicht sehr nett. Bin ich jetzt die falsche Route einfach geflogen, ha? Dann gehe ich jetzt einfach mal hier entlang, in der Hoffnung, dass ich jetzt irgendwas bekomme. Ein besserer Schuss, na immerhin. Ein besserer Schuss ist besser als nichts. Wenn die Hände weg sind, muss ich auf seine Augen ballern. Ja, soweit ich weiß. Ich mache diesmal erstmal die hier. Hoch da! Und... Auch hoch? Ne, hoch ist, glaube ich, hier schlecht gewesen eigentlich. Oh, naja. Ich weiß nicht so genau. Ja, ich habe jetzt erstmal die Bombe in sein Maul geschossen, damit er so ein kleines bisschen rumhampelt. Boah. Und hoch hier. Jetzt wieder nur einmal? Ne, jetzt hat er zwei. Und jetzt wird er aber wahrscheinlich wieder einsaugen. Und rein damit. Ja, so geht er auf jeden Fall besser. Eigentlich habe ich nie gesehen, dass der wirklich so gedacht ist, der Boss. Aber meine Güte. Und jetzt wird es nochmal anstrengender gleich. Jetzt müssen wir erst auf die Augen ballern. Uah. Jetzt ist er aber wenigstens nicht mehr gar so weit. Nein, komm schon. Oh, nicht mehr gar so weit weg. Gar so nah dran beim Einsaugen. Aber irgendwie glaube ich gerade, dass ich nur an die... Nur in die Augen schießen kann, wenn er nicht gerade kaut. Und jetzt kommt der eigentliche Boss. Er zerfällt also richtig fies und brutal. Ein Wortspiel. Und wir fliegen in der freien Formation. Und müssen jetzt, glaube ich... Boah, was müssen wir denn machen? Also die Augen sind nicht der Schwachpunkt mehr. Die haben wir ja schon angegriffen. Die Augen sind sogar seine stärkste Attacke, glaube ich. Ich kriege jetzt erstmal ein bisschen Abstand. Oh. Oh, die verfolgen mich sogar ziemlich schnell, glaube ich. Wow. Und wir drehen einfach mal um, in der Hoffnung, dass wir an die Augen nicht ranstoßen. Sind wir aber leider. Und ich meine, wir müssen einfach an sein Kleinhirn und dieses dann quasi erschießen. Und dabei dürfen wir aber auch nicht in seine komischen Fortsätze da reinfliegen. Denn... Oh Mann. Denn die sind ebenfalls... ziemlich tödlich. Doch, wir können die Augen sogar angreifen, glaube ich, wie es aussieht. Ja, vielleicht müssen wir das sogar zuerst machen. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, die können wir auf jeden Fall treffen. Ist schon mal gut zu wissen. Vielleicht... Oh. Dürfen wir da nicht reinfliegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Na, ich gehe erstmal gegen die Augen. Ich weiß es nicht ganz genau, was sie tun. Aber ich schätze mal, wenn das schon so dargestellt wird, sind die Augen mir der nächste Schwachpunkt erstmal. Boah, leider erwischt. So, fliegen wir mal in die andere Richtung und hoffen darauf, dass... Ach, der hält aber was aus.
Dafür, dass es dein Augapfel ist? Okay. Mist, die sind halt so ein bisschen immer sehr nah dran bei mir. Und deswegen erwischen sie mich auch immer wieder. Ich fliege jetzt erstmal in eine andere Richtung. Dieses hier ist nicht gerade langsam. Es sieht erstmal so aus, als würde sich nicht viel bewegen. Aber es ist tatsächlich ganz schön flott. Ja, ein Auge ist tot, glaube ich. Ein Auge ist tot. Das ging ins Auge, könnte man auch sagen. So, und das andere ist gerade nicht im Bild, glaube ich. Nicht ins Hirn reinfliegen. Nein, das kennt ihr ja. Das Hirn ist deine einzige Schwäche. So, ja, wie machen wir es denn am besten? Ich möchte eigentlich nicht getroffen werden von diesem blöden Ding. Ah, falsch umgedreht. Einmal drehen hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da. Hä? Achso, ich fliege gerade aufs Hirn zu. Falsche Seite. Mann, den Satz sage ich übrigens oft. Ich fliege gerade aufs Hirn zu. Einmal umdrehen. Blöd wäre, wenn ich jetzt wegen dieser Aktion die Flügel verlieren würde. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Lebensenergie. Und ich kann euch sagen, es ist, selbst wenn ich das schaffe, danach noch nicht ganz vorbei. So. Okay, wo ist er? Da. Ich wusste gar nicht mehr, dass man dem die Augen abschießen kann. Mann, warum stirbt er denn nicht? Die Augen abschießen kann. Er hat mich im Blick, der Arsch. So, wo ist denn das Auge? Ist das jetzt tot oder was? Ja, scheint tot zu sein. Jetzt muss ich irgendwie an die andere Seite von ihm kommen. Ich weiß nur nicht genau, wie. Ich fliege einfach mal so. Dreh um. Er hat ja eine Vorderseite. Na, dreh um. Man kann nur umdrehen, wenn die Turboleiste gerade voll ist. Ja, jetzt hat er sich wieder zu mir umgedreht. Das heißt, so komme ich jetzt erstmal nicht vorbei. Drehen wir einfach mal so. Ne, er dreht sich schon wieder zu mir. Dann muss ich erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Wow. Ich weiß nicht ganz genau, wie man sich hier bewegen muss, damit... Also ihr seht das auf der Karte, ne? Da ist ein roter Punkt. Und wenn ich mich drehe, dreht er sich leider auch. Ich glaube, dann muss ich die Wände machen, ne? Ja, ich glaube schon. Aber er dreht sich ziemlich schnell wieder um. Wie mache ich das denn am besten? Er dreht sich also genau gleichzeitig. Ich darf nicht so lange warten, muss mich dann wenden, sodass er sich umdrehen muss. Boah, der ist aber ein Gemeiner. Und ich glaube, jetzt taucht er hinter mir auf, wenn ich ihn abgeschossen habe. Ne? Nicht erwischt. Nicht erwischt. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen so. Huch. Jetzt fliegt er mir falsch rum hinterher, oder was? Ist das wirklich so? Bist du wirklich so ein Arsch? Oh, jetzt bitte nicht reinwenden. Das hätte schief gehen können. Ja, er verfolgt mich gerade so ein bisschen. Ihr seht das. Das ist ein längerer Kampf. Denn er fliegt mir jetzt ganz blöd hinterher. In einer ganz blöden Entfernung. Und ich weiß nicht so ganz genau, wie ich mich am besten dagegen wehren soll. Jetzt drehe ich wieder ganz blöd um und ich schätze mal, ich lande genau drin. Nee, tue ich nicht. Ich mache das nochmal so. Er fliegt jetzt quasi direkt über mir. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut. Ja, wie dieser Kampf richtig funktioniert, weiß ich leider einfach nicht. Das muss ich so ein bisschen testen. Oh, er taucht aber irgendwo wieder auf. Ich schätze mal... Boah, ja, ich habe ihn ein bisschen erwischt. Aber jetzt hat er sich irgendwo hin teleportiert. Ja, da sehe ich ihn nicht auf der Karte. Ah, nee, ich glaube, diesen Versuch schaffe ich auch nicht. Das wird zu eng werden. Na, ein paar Treffer haben wir wenigstens. Und jetzt dreht es hier um und wir können ihm eventuell sogar noch ein paar reinpfeifen. So. Wo? Ah, wie der immer einfach so nah ist, ne? So nah und so weit entfernt. Und umgedreht. Nein, wir sind mittendrin gelandet und damit sind wir am Arsch. Ja, wir haben einen Flügel verloren, wir haben keine Lebensenergie mehr. Das ist ganz schlecht. Vielleicht sollte ich hier mit so einem Salto das mal machen, damit er mir nicht mehr ganz so nah auf der Pelle hockt. Und hier, einmal so. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Müsste er nicht eigentlich hier sein? So, er taucht ja immer hinter einem auf. Ja, ich glaube aber mit dem Salto wäre das die richtige Möglichkeit gewesen. So. Oh, was ist das denn? Kenne ich auch noch gar nicht. Irgendwelche ganz neuen Hirnschmalze, die da... Nein! Mitten in der Gegend rumfliegen. Er verfolgt mich jetzt also. Ich versuch's nochmal mit dem Salto. Ich dachte immer, man landet da eher direkt drin. Genau so nämlich. So, aber...
Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Ja, ja, wir werden einfach verfolgt, ne? Wir müssen einfach da rechtzeitig einen Salto machen und ihn dann ein paar Schüsse reindrücken. Ja, und wir haben ihn. Aber liebe Leute. Genau. Das sieht ganz schlecht aus für uns. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Gib niemals auf, mein Sohn. Vater? Ja, das erinnert vielleicht so ein ganz kleines bisschen an gewisse Szenen aus sehr berühmten Science-Fiction-Filmen. Und jetzt muss ich dem hinterher und darf nicht so viel Zeit verschwenden. Und ich habe hier wirklich Probleme, mich überhaupt in der Luft zu halten, weil ich habe ja keine Flügel mehr. Ich sinke ständig hier etwas ab. Und schon bin ich tot. Ach ja. Das ist... Ach so, aber ich darf... Ah, cool. Cool. Ich darf mein Leben behalten. Also ich... Nein, ich darf mein Leben nicht behalten. Aber ich darf jetzt quasi es nochmal versuchen. Mit einem normalen Flieger. Ich muss den Boss nicht nochmal töten. Das ist sehr nett. Das wusste ich nicht mehr. Puh. Ja, es war natürlich jetzt nicht so beeindruckend. Aber ihr seht, ich fliege jetzt ganz anders. Oh, er auch. Und muss jetzt nicht mehr so sehr nach oben und nach unten drücken. Puh. Die Steuerung ist wirklich viel besser, wenn die Flügel noch dran sind. Das wundert mich doch sehr. Pass auf, vertraue deinem Instinkt. Okay, welche Seite? Diese hier. Ja, es ist schon nochmal ganz schön... Wow, ganz schön hart hier, dass man das noch... Man darf auch nicht zu schnell fliegen. Sonst sieht man nicht rechtzeitig, in welche Richtung eigentlich der Vater abbiegt. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Oh yeah. Du bist stark geworden, Fox. Und einmal gestorben. Mission erfüllt. Oh ja. Fox, zum Glück bist du unverletzt. Spitzenmäßig, Fox. Das ist ein echter Anführer. Was ist los, Fox? Nichts. Nichts ist los. Tja, wir haben es geschafft. Fox hat seinen Vater, oder zumindest das, was von ihm übrig geblieben ist, in seinen Kopf wiedergesehen. Tja, natürlich ist der Vater von Andros eigentlich getötet worden. Und, aber scheinbar hatte er noch genügend für seinen Sohn übrig, um in entscheidenden Augenblick ihm zur Hilfe zu eilen. Und damit haben wir das eigentliche Ende des Spiels auch erreicht. Das ist tatsächlich nur dann gegeben, wenn man auf der schweren Route zu Andros kommt. Beziehungsweise die Szene am Ende dürfte eigentlich identisch sein, aber diese Szene mit dem Vater, die taucht nur auf, wenn man den schwereren Andros besiegt. Der leichtere Andros funktioniert etwas simpler, der ist kürzer, der Kampf, leichter, und man hat diese Fluchtszene am Ende nicht noch drin, und in der taucht der Vater dann halt auf, und da ist sogar Cat, sehe ich gerade. Und wir haben es tatsächlich geschafft, alle unsere Kollegen die ganze Zeit überleben zu lassen. Na gut, ich bin jetzt nicht besonders stolz darauf, dass ich ein paar Mal gestorben bin. Aber ehrlich gesagt, hätte ich sogar noch mehr Tode erwartet. Das Spiel hat ein paar echt fiese Stellen. Manche kennt man auch einfach nicht so gut. Na klar, kann man da ohne Lebensenergieverlust, also nicht ohne Lebensenergieverlust, vielleicht auch, aber ohne Lebensverlust durch. Aber ganz ohne Übung würde ich sagen, ist das schon ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Vorhaben. Und so, wie es jetzt gelaufen ist, bin ich im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden. Ja, das wäre schön. Das würde mich voll freuen. Voll dolle. So, und wir kehren zurück nach Conaria. Das ist natürlich nicht die Erde des Conaria. Sieht nur zufälligerweise sehr ähnlich aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen drüber rede, die Musik ist schon schön. Die ist schon schön. Und, dieses Spiel ist zwar, wie gesagt, sehr kurz. Ich glaube, ich habe jetzt knapp eine Stunde, 20, 30 Minuten gebraucht, also vielleicht anderthalb Stunden gebraucht. Aber man kann es immer wieder spielen und es macht immer wieder richtig Laune. Man kann sich selbst schlagen, man kann neue Kurse entdecken, man muss, kann versuchen, mehr Punkte zu erreichen, Sonderpfade freizuschalten und so weiter. Das macht auf jeden Fall Laune und ist für mich eine andere Art
von Unterhaltung, als wenn wir, wie beispielsweise bei einem Pokémon-Spiel, 50, 60 Stunden spielen könnten, um überhaupt einmal durchzukommen. Oder zumindest 30, was weiß ich. Jetzt aber erstmal zur Siegerehrung. Man sieht Slippy blöde aus. Fox, wir stehen tief in eurer Schuld. Würdet ihr euch der kornerischen Armee anschließen? Danke, Sir. Aber wir ziehen es vor, unsere eigenen Wege zu gehen. Boah, echte Kopfgeldjäger. Das muss ich jetzt annehmen, wirklich? Nein, doch nicht. Fox steht bereit. Yeah. Zeit für uns zu gehen, Sir. So, und die Great Fox steht bereit und wir sollen jetzt offenbar dahin laufen. Scheinbar steht sie auf der anderen Seite des Planeten bereit, denn die Jungs müssen erst nochmal eine halbe Stunde im Sonnenuntergang rennen. Tja, aber man sieht ja auch, hier gibt's nirgends Parkplätze. Weit und breit keine freie Fläche, wo die Great Fox mal hätte parken können. Da rennen sie jetzt also dahin. Moment mal, ich glaube, die taucht sogar gleich auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie taucht, glaube ich, sogar gleich im Hintergrund auf. Das macht ja alles keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel von wirklich großer Qualität für mich. Es macht wirklich viel Spaß, obwohl es eigentlich ein ganz, ganz einfaches Spielprinzip ist. Ja, da taucht sie auf. Offenbar sind sie am Parkplatz vorbeigelaufen und jetzt kriegen sie wenigstens nochmal schöne Musik. Ich bin mal ein bisschen schweigsam dazu. Also ich muss schon sagen, auch die Musik, die Varianten des einen Themas, das man immer wieder hört, die sind schon cool, jetzt so richtig schön, ja, wie soll man da sagen? Also für mich ist es Melancholie, was es erweckt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn war schon früher mal geil, ich find's immer noch geil, das so zu hören. Aber es ist einfach schön gemacht. Es wirkt so richtig nach, das Abenteuer ist jetzt abgeschlossen, gefällt mir gut. Und ich glaube, jetzt müssen wir aber noch gucken, wie viel wir verdient haben am Ende, oder? Gibt's nicht noch eine Rechnung oder sowas? Ich glaube, in der 3DS-Version gibt's eine Rechnung dafür. Weil man ist ja wirklich so eine Art Kopfgeldjäger. Das ist sogar relativ teuer. Das ist sogar relativ teuer, was der Star Fox da macht. Der ist nämlich kein Held, der ist, der tötet für Geld. So funktioniert es bei den Füchsen. Ja, bei den Flugfüchsen, das ist so. Ah, schöner Sonnenuntergang. Aber ich würde jetzt gerne, ich kann leider auch nicht weiterklicken, ich würde gerne wissen, wie viel wir dabei verdient haben. Dum, 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 bum, ba, da, da, dum. Ah, schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ah, Star Fox 64 3D Staff. Also jetzt haben wir nochmal eine Staff-Scroll, offenbar. Und zwar vom Remake für den 3DS. Liebe Leute, dazu kann ich eigentlich auch nochmal sagen. Wenn ihr neugierig geworden seid auf dieses Spiel, ich persönlich würde die 3D-Variante deutlich bevorzugen. Ich mag eigentlich die N64-Variante sehr, sehr, sehr gern. Denn sie ist ja das Originalspiel und ich mag auch den ganzen Retro-Charme. Aber die 3D-Variante ist genau das, was ich auf dem 3DS haben möchte. Nämlich ein in Kürze spielbares Spiel, das ich also mal ebenso auspacken kann, mal im Zug eine kurze Stunde spielen kann oder was weiß ich, irgendwo im Auto, wenn jemand anderes fährt. Das macht schon Spaß. Das ist genau der richtige Typ Spiel dafür. Da muss man sich gar nicht groß irgendwie zu Hause ins Sofa einkuscheln und für die nächsten 7 Stunden nicht ansprechbar sein. Nein, es ist wirklich so für zwischendurch. Und außerdem sind die grafischen Aufbesserungen des Spiels für den 3DS wirklich ganz toll gelungen, finde ich. Gerade, na, im Video sieht man es wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber gerade auf dem 3DS, auf dem kleinen Bildschirm, sieht das wirklich hervorragend aus. Und im Gegensatz dazu ist die N64-Variante doch etwas schlecht gealtert. Das kann man ihr nicht vorwerfen, das Spiel ist nun mal wirklich sehr alt, aber ich finde, es macht schon noch etwas mehr Spaß, wenn es wirklich auch so ein kleines bisschen besser aussieht und ich finde, der 3DS, der kann das sehr gut. Was allerdings hier so etwas verloren geht, ist der Charme der originalen Sprache, denn das, was da so an Funksprüchen durchgeliefert wird, wirkt auf der deutschen Version oder in der deutschen Version nicht ganz so
Überzeugend einfach. Das kennt man ja. Häufig sind die deutschen Sprachausgaben von Spielen nicht ganz so überzeugend. Und hier finde ich das zwar ganz nett gemacht, man hat sich schon ein bisschen Mühe gegeben, aber so richtig überzeugend finde ich es am Ende dann leider doch nicht. Naja. Nichtsdestotrotz, beide Varianten des Spieles kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und es soll ja, soweit ich weiß, für die Wii U auch ein neues Star Fox Spiel herauskommen. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Das wird bestimmt ganz toll. Es gibt ja auch noch Star Fox Adventures, heißt das, glaube ich. Also noch so ein paar Varianten. Für mich sind die originalen Star Fox Spiele allerdings die, die mich am meisten interessieren. Und wenn das Star Fox für die Wii U rauskommt, liebe Leute, dann kann ich euch versprechen, dass ich das mit euch dann vermutlich auch blind spielen werde. Puh. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann seid nicht traurig, wenn es ein bisschen schwierig ist am Anfang, wenn man sich doch häufig abballern lässt und häufig, ja, nicht so ganz genau weiß, was man machen soll. Dieses Spiel hat schon so seine Tücken. Es ist nicht einfach so zum... Also doch, man kann es schon einfach mal so eben durchspielen, wenn man die leichten Routen spielt. Auf den schweren Routen muss man da schon teilweise ein bisschen wissen, was passiert. Man muss schon so ein bisschen rausfinden, wo man am besten entlang fliegen kann. Ihr habt es auch gesehen, ich wusste es teilweise auch nicht mehr so genau und ab dem Moment wurde es schwierig für mich. Ich hatte jetzt natürlich das Glück, dass ich das als Kind oft gespielt habe und dann doch noch das ein oder andere wusste. Und außerdem, wie gesagt, ich hatte es ja auch einmal im Vorfeld so ein bisschen ausprobiert. Puh, aber ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass ich es überhaupt auf der schweren Route geschafft habe. Das kann teilweise schon recht frustrierend sein, wenn man ständig seine Flügel verliert und nicht von A nach B kommt, sondern nur nach unten fliegen kann und dann auf der Flucht auch noch abstürzt, weil einem die Flügelchen fehlen. Das ist doch alles sehr traurig. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ein sehr motivierendes Konzept. So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier bald durch dieses Zeug durchkommen. Die Musik ist sehr schön im Hintergrund, muss ich sagen, aber es dauert doch sehr lang, bis zwei Staff-Scrolls da durchgerollt sind. Und jetzt sind wir durch. Sehr schön. Und die Q-Gamers, die haben da nämlich auch mitgemacht. Nein, Q-Games. Ich bin der Q-Gamer. Das sind die Q-Games. Schön. So, Highscore-Platzierung. Treffer insgesamt 1191. Und dafür bekomme ich einen Orden, glaube ich. Man bekommt Orden für verschiedene Leistungen. Und jetzt gibt es, glaube ich, die Rechnung. Oder? Ja, naja, noch nicht. Ja, neuer Rekord, Rang 1. Ja gut, das machen wir natürlich als Q-Rex. Ich war da auch schon vorher so eingespeichert. Sehr schön. Man hat jetzt nochmal alles ansehen können. Ihr seht, das war das vorherige Spiel, da bin ich nicht die schwere Route ganz abgeflogen. Ihr seht, da war auch eine mittlere und zwei leichte dabei. Das hier habe ich jetzt nur für euch gemacht. Ich habe es also nicht extra geübt oder sowas, sondern ja, es ist einfach so gelaufen, wie es jetzt mal gelaufen ist. Sehr schön sieht man hier allerdings auch, dass ich Peppy, Slippy und Falco immer dabei hatte. Ja, also das seht ihr da als an den Buchstaben PSF und auch nochmal, dass alle jeweils jede Runde überlebt haben. Das macht mich sehr glücklich. Das ist nämlich gar nicht mal so leicht. Das kann durchaus schief gehen. Ach so, und jetzt weiß ich auch wieder, warum die Zahl rot war. Ich habe hier überhaupt nicht so gut abgeschnitten. Man bekommt immer erst einen Orden in einem Level, wenn man eine bestimmte Punktzahl überschreitet. Und ich habe den Orden jetzt nur in Wenham, weil ich hier 50 Punkte für jeden aus dem Starwolf-Team bekommen habe. In allen anderen Levels habe ich nicht genügend Gegner abgeschossen, um einen Orden zu bekommen. Und das ist auch nochmal so eine Herausforderung, die das Spiel an den Spieler stellt. Wenn du richtig gut sein willst, dann musst du einfach mal ein bisschen mehr abballern, hä? Gib dir doch mal Mühe, du Arsch, sagen die einem. Und das finde ich richtig cool eigentlich, dass man das auch noch machen kann. Das werde ich jetzt in diesem Let's Play auf jeden Fall nicht mehr tun, denn ich denke, das führt zu weit, da so lange herumzuprobieren, bis ich es irgendwann schaffe. Ihr seht, hier habe ich übrigens gar keinen Orden und da ist auch Peppy gestorben mal. Aber ich denke, so als Einblick in das Spiel war das schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, jetzt kriege ich trotzdem noch die Rechnung. Wann kommt die Rechnung eigentlich? Was? Was? Sagt er nur. Was? An General Pepper, konerische Armee. Zahlung für geleistete Dienste. Zerstörte Wenham-Einheiten 1191. Oh, und ich glaube, dass der fällige Betrag tatsächlich die zerstörten Einheiten mal 64 sind. Das müsste man mal überprüfen, ob das so stimmt. Ich meine, ich habe das mal gelesen und das liegt daran, das ist einfach ein Hinweis, so ein Easter Egg, das verweist auf das Nintendo 64, zu dem das Spiel ja originalerweise gehört hat. Es könnte vielleicht hinkommen. So, und wir haben es auch nochmal schön unterschrieben und geben noch einen Stempel unten dran und damit, liebe Leute,
Um viele Punkte zu erzielen, versuche große Gruppen von Gegnern mit aufgeladenen Schüssen zu zerstören. Ja, das mache ich auch. Und damit, liebe Leute, ist dieses Let's Play beendet. Ja, und jetzt sagen sie mir auch nochmal, ich soll da hier ein bisschen Pause machen. Und das werde ich jetzt auch tun, das war anstrengend genug. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Vielleicht seid ihr neugierig auf das Spiel geworden. Ich wackel noch ein bisschen für euch. Und außerdem würde ich euch gerne winken, aber ich habe leider viel zu kurze Arme. Und deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh, yeah.